Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Technisches Video ist wieder am Start und es dauert ja immer ein bisschen länger, bis wir so ein technisches Video zusammengebaut haben. Und dann natürlich großes Lob wieder an den Alex und den Dustin, die im Hintergrund die Arbeit gemacht haben, damit ich das überhaupt vortragen kann. Was ist heute der Plan? Wir gehen mal wieder zur Luftwaffe. Das ist ja nicht unbedingt mein Spezialgebiet, aber ich versuche mich da so gut es geht reinzulesen. Wir wollen heute uns die Focke Wulf 190 anschauen, und zwar die Entstehungsgeschichte, die Entwicklung natürlich, den Einsatz, als was dieses Flugzeug eingesetzt worden ist, Produktionszahlen, Varianten und so weiter und so fort. Also da haben wir eine Menge Informationen für euch. Das wird jetzt gleich nach und nach auf euch einstürzen. Und ich hoffe, dass das wie bei allen technischen Videos so läuft, dass ihr am Ende sagt, oh Mensch, das wusste ich noch gar nicht, oder oha, das habe ich noch nie gehört. Natürlich, wie immer, wenn wir tatsächlich einen Fehler gemacht haben, was ja immer vorkommen kann, schreibt es gerne in die Kommentare, dann bitte mit Quelle. Ne? Also nicht schon wieder diese Nummer, ich habe gehört das, sondern schreibt es bitte so rein, wo ihr es her habt, damit wir es prüfen können und dann, damit wir unsere Literatur anpassen können. Ja, das soll auch genug sein der Worte. Im Vorfeld, wir fangen jetzt an mit der Focke Wulf 190, dem Kriegsflugzeug im Zweiten Weltkrieg. Da steigen wir jetzt ein. Also Pilotenmaske auf, Pilotenbrille auf, Pilotenhaube auf und los geht's. So Leute, ich hoffe, ihr habt einen Kaffee neben euch stehen, wenn ihr hier am Bildschirm sitzt und zuschaut und zuhört, und einen Stift vielleicht dabei, um mitzuschreiben, denn nächste Woche gibt es dafür eine Klassenarbeit. Nein, Spaß beiseite, es sind eine Menge Informationen wieder, wie ist ja, technische Videos sind ja umfangreich und da steigen wir jetzt ein. Ja, Sommer 1937, die BF-109, also ME-109 oder BF-109, ich sage ja immer beide Sachen, damit sich keiner genötigt fühlt, das klarzustellen. Da beeindruckte die 109er gerade die Luftfahrtwelt in Zürich, während gleichzeitig die ersten 109er sowohl bei den Verbänden der Luftwaffe als auch in Spanien bei der später bekannten Legion Condor eintrafen. Dennoch liefen im Reichsluftfahrtsministerium bereits Diskussionen über die Entwicklung und Einführung eines sogenannten Ergänzungsjägers. Schließlich nutzten alle großen europäischen Luftwaffen zwei unterschiedliche Jägertypen oder hatten zumindest einen zweiten Typ in der Entwicklung. Hier als Beispiel Italien G50 und die neue MC200, England die Hurricane und die Spitfire, Frankreich die Moraine MS406 und die Bloch MB150. Die Entscheidung für den Ergänzungsjäger fiel dann im Frühjahr 1938. Beim Technischen Amt der Luftwaffe ging man davon aus, dass der neue Jäger in 2 Jahren, also frühestens 1941, frontreif wäre. In Anbetracht der Auslastung der Luftfahrtindustrie ging der Auftrag an die Firma Focke Wulf. Eine Einschränkung bestand von Beginn der Entwicklung an, welche sich auf die gesamte Konstruktion auswirken sollte. Der stärkste geeignete Motor, also die Daimler-Benz 600er-Reihe, konnte nicht genutzt werden, da hier der absehbare Bedarf für andere Typen, besonders der BF-109, Vorrang hatte. Als Alternative nutzte man den von BMW entwickelten luftgekühlten Doppelsternmotor BMW 139 mit 1550 PS. Bei Focke Wulf war Kurt Tank technischer Leiter. Unter seiner Führung begann die Mannschaft um Ludwig Mittelhuber mit den Arbeiten am Projekt Würger. So, jetzt denkt man natürlich, Würger, was soll das denn sein? Allerdings muss man wissen, dass traditionell alle Focke-Wulf-Flugzeuge Vogelnamen erhielten und Würger ist eine Unterart des Sperlings. Hierbei wurde auch eine Grundlage genutzt und dieser Entwurf für diese Grundlage stammte von Willy Keter. Um das Konzept und die Konstruktion der Focke Wulf 190 verstehen zu können, ist es wichtig, sich kurz mit Kurt Tank und seiner Entwurfsphilosophie zu beschäftigen. Kurt Tank kämpfte im Ersten Weltkrieg an Ost- und Westfront. Nach dem Krieg studierte er an der Technischen Hochschule Berlin Elektrotechnik und Maschinenbau. Der luftfahrtbegeisterte Tank machte 1925 seinen Pilotenschein und arbeitete in verschiedenen Funktionen in der deutschen Luftfahrtindustrie, unter anderem bei den Bayerischen Flugzeugwerken, bevor er 1931 zu Focke Wulf wechselte. Er erklärte bei verschiedenen Anlässen seine Philosophie bezüglich der Konstruktion von Jagdflugzeugen.
Für ihn glichen die meisten Entwürfe der Zeit, wie etwa die 109 und die Spitfire, einem hochgezüchteten Rennpferd, das zwar unter idealen Bedingungen Spitzenleistung vollbringen konnte, aber wie er durch seine Kriegserfahrung gelernt hatte, gab es solche idealen Rahmenbedingungen im Kriege faktisch nicht. Daraus resultierte seiner Meinung nach die Notwendigkeit, ein Jagdflugzeug so zu konstruieren, dass es eher mit einem Schlachtross oder Kavalleriepferd vergleichbar sein sollte. Robustheit, Beschussfestigkeit und einfache Bedienung und Wartung waren einer maximalen Leistung vorzuziehen. Diese Grundsätze finden sich in allen Aspekten des 190er Entwurfs wieder. Eine große Herausforderung stellt das Erreichen eines minimalen Luftwiderstandes trotz der großen Frontfläche des Sternmotors dar. Doch gelang es, den Gesamtluftwiderstand der 190 auf das Niveau der eleganten Spitfire zu reduzieren, um diese je nach Variante sogar zu unterbieten. Weiter zeigte der Entwurf viele große und kleine Besonderheiten, die auf Tangs Philosophie zurückgingen. So begrenzte die recht hohe Flächenbelastung zwar die Manövrierfähigkeit, machte die Maschine aber nicht nur schnell, sondern in der Luft sehr stabil und gut beherrschbar. Und genau deswegen wurde sie auch zu einer der besten Waffenplattformen unter den zeitgenössischen Jägern. Auch die üblichen Drahtseile und Umlenkrollen zur Steuerung und Trimmung des Flugzeuges suchte man in der FW-190 meist vergebens. Tank nutzte hier fast ausschließlich Lenkgestänge und wo immer möglich Elektromotoren. Die typischen Räder oder Kurbeln zur Trimmung oder dem Ausfahren der Klappen suchte man hier ebenfalls vergebens. Einer der größten Vorteile der Focke Wulf 190 war die Tatsache, dass hier erstmals Punkte beachtet wurden, die man heute unter dem Begriff Ergonomie zusammenfassen würde. Tank war bereit, ein Maximum an Leistung zugunsten einer besseren Bedienbarkeit zu opfern. Ein kleines, aber ausgezeichnetes Beispiel hierfür stellte das einziehbare Spornrad dar. Das Einziehen verringerte den Luftwiderstand und verbesserte so die Leistung. Das Rad wurde aber nicht vollständig eingefahren, sondern blieb so weit außen, dass es bei einer Bauchlandung das Heck vor einem Bodenkontakt schützte und so größere Schäden am Leitwerk verhinderte. Am 1.6.1939 hob dann die Focke Wulf 190 V1 mit dem Chefpilot Hans Sander zum Erstflug ab. Das Flugzeug zeigte allgemein gute Flugeigenschaften, doch wurde das größte Problem schon sehr früh offenbar, welches durch folgende Anekdote sehr plastisch dargestellt wird. Anlässlich eines Besuches vom Generalluftzeugmeister Ernst Udet bei der Erprobungsstelle Rechlin, also da war auch die V1 seit Oktober 1939 in der Erprobung, kam Udet die Testpiloten im Sommerhemd und kurzer Hose entgegen. Auf Udets Nachfrage lautete die Antwort, dass die Maschine wunderbar fliege, sie aber so heiß würde, dass man es in der üblichen Fliegerkombination nicht aushalten könne. Bei der V2, also bei der nächsten Version, wurde die Kühleranordnung daraufhin geändert und auch die zur Optimierung der Aerodynamik montierte Propellerhaube entfiel zugunsten eines besseren Luftstroms. Doch auch diese Maßnahmen zeigten keine ausreichende Wirkung. Später plante man dann den Wechsel des Triebwerkes zum neuen und vielversprechenden BMW 801. Ebenfalls ein luftgekühlter Doppelsternmotor mit Benzin-Direkteinspritzung, aber nur 14 Zylinder mit 41,8 Litern Hubraum und zunächst 1560 PS Leistung. Ende September 1939 wurde die Entwicklung des 139ers eingestellt und mit der V3 und V4 entstanden die ersten Prototypen mit BMW 801 Motor. Der neue Motor war deutlich schwerer und auch länger, was Änderungen an der gesamten Konstruktion erforderte, wodurch das Gesamtgewicht stieg und die Flugleistung sich merklich verschlechterten. Als positiv erwies sich die hohe Steigrate, die es in der Erprobung erlaubte, die Maschine nach dem Start senkrecht hochzuziehen, wobei die Testpiloten versuchten, sich dabei gegenseitig zu übertreffen. Diplom-Ingenieur Melhorn schaffte es mit einer Vorserien-190er, also A0, nach dem Start senkrecht bis auf 1895 Meter zu steigen. Dennoch blieb
das Problem der Motorkühlung, also genauer der Motorölkühlung, bestehen. Besonders die unteren Zylinder des hinteren Sterns, also Nummer 6 und 8, überhitzen schnell. Als Anfang 41 die Einsatzreife der 190 immer noch in weiter Ferne schien, befahl das Technische Amt eine Erprobung des Flugzeugs durch fronterfahrene Piloten. Dadurch wurden zwei Offiziere des Jagdgeschwaders 26, die Oberleutnante Behrens, das war der Kommodore der 6. Staffel, Jagdgeschwader 26, sowie Boris, also der technische Offizier des Geschwaders, nach Rechlin abkommandiert. Die beiden wurden durch 30 Mann von Focke Wulf unterstützt. Das sogenannte Erprobungskommando FW-190 begann seine Arbeit im März 41 und schaffte es in wenigen Wochen, die 190 vermeintlich frontreif zu machen. Nachdem man viele weitere Kinderkrankheiten behoben hatte, begann im Mai 1941 mit der Version A1 mit dem BMW 801 C1 Motor die Serienfertigung. Als erster Verband erhielt die 2. Gruppe Jagdgeschwader 26 den Würger zur Fronterprobung, welche sie nach anfänglichen Erfolgen als Reinfall hinstellten. Im August 1941 trafen dann die ersten Maschinen in Le Bourget ein, also Frankreich. Der Kommodore des Jagdgeschwaders 26, also der künftige General der Jagdflieger Adolf Galland, hatte gleich die Gelegenheit, eine der ersten Maschinen zu fliegen und war begeistert, bemängelte aber sofort die schnelle Überhitzung des Motors. Der erste Einsatz mit Feindkontakt fand am 27. September 1941 statt. Einen ersten wirklichen Kampf erlebte der neue Typ kurz darauf im Luftraum über Gravelines. In ca. 3900 Meter trafen 490er auf eine größere Gruppe Spitfire. Trotz Unterzahl gelang es, drei Gegner ohne eigene Verluste abzuschießen. Hier bestätigen sich die Erfahrungen von Boris und Behrens aus den in Deutschland durchgeführten Luftkampfübungen gegen Beutemaschinen. Die 190 konnte bis in ca. 7000 Meter Höhe den aktuellen Spitfire- und Hurricane-Varianten davonsteigen und sie auch im Kurvenkampf ausmanövrieren. Die Überhitzung der Motoren blieb aber ein ernstes Problem. So kam es zum Beispiel mehrfach vor, dass sich beim Warmlaufen am Boden die Munition der MG selbst entzündete. Während sich Focke Wulf und BMW mit gegenseitigen Schuldzuweisungen beschäftigten, war es erneut unter anderem Oberleutnant Behrens, dem es gelang, die Firmenvertreter von den als notwendig erkannten Änderungen zu überzeugen. Mit der Nachfolgevariante A2 und später A3 stieg nicht nur die Feuerkraft, es kam auch der verbesserte BMW 801 C2, später der D2-Motor zum Einbau. In Verbindung mit rund 50 Änderungen an der Zelle bekam man die Triebwerksprobleme endgültig in den Griff. Mit der A3 erfolgte auch erstmals der Einsatz der 190 als Aufklärer A3-U2 bzw. U4 und noch wichtiger in der Rolle als Kampfflieger die Jagdbomber-Variante A3-U3. Die ging dann an die Schlachtgeschwader 1 und 2. Erkennbar waren die neuen A3 an den später typischen Kiemenspalten und den geänderten seitlichen Beulen in der Triebwerksverkleidung. Noch bevor die A3-Produktion anlief, erlebte die 190 ihre erste Feuerprobe. Während des auch als Durchbruch durch den Ärmelkanal bezeichneten Unternehmen Cerberus, bei dem die Schlachtschiffe Scharnhorst und Gneisenau zusammen mit dem schweren Kreuzer Prinz Eugen und unter Deckung von Marine- und Luftwaffeneinheiten durch den Ärmelkanal von Brest nach Wilhelmshaven verlegten, wurden die 190er eingesetzt. Mit rund 240 Focke Wulf 190 stellte der neue Typ hier den wichtigsten Teil des Schutzschirmes dar, den die Luftwaffe, geführt von General der Jagdflieger Adolf Galland unter dem Codenamen Donnerkeil, über die Schiffe spannte. Im Laufe des Jahres 1942 stieg auch die Produktion der 190er stetig an. Dazu begann man bei Arado, AGO und Fieseler mit der Lizenzfertigung. Damit stieg die Zahl der gefertigten Maschinen von 226 Stück im Jahr 1941 auf 1918 Stück im Jahr 1942. Auf die A3 folgte dann die A4, welche mit der ersten Gruppe des Jagdgeschwaders 54 als erste 190er-Variante an der Ostfront zum Einsatz kam.
Im Nordabschnitt der Ostfront bewährten sich die robusten Maschinen besonders gut. Durch den Umstand, dass sich der Luftkrieg an der Ostfront meist in niedriger bis mittlerer Höhe abspielte, konnte die Maschine ihre Stärke voll ausspielen. Anders sah dies im Westen und in der zunehmend mehr geforderten Luftverteidigung über dem Reichsgebiet aus. Hier stieg mit der Leistungsfähigkeit der Flugzeuge auch die Einsatzhöhe, was die größte Schwäche der 91 klar offenlegte. Das war ihre mangelnde Höhenleistung. Zwar sollte das BMW-Triebwerk bis in 6.900 Meter volle Leistung erbringen, in der Realität machte sie aber schon ab 6.000 Meter ein spürbarer Leistungsabfall bemerkbar. Doch alle Versuche aus der A- mit der C-Version einen einsatzreifen Höhenjäger zu schaffen, so auch durch den Ersatz des BMW 801 durch den DB 603 Alpha, scheiterten letztendlich. Wobei der Mangel an hitzebeständigen Stählen, wie bei den vielen anderen Projekten der Luftwaffe, eine große Rolle spielte. So entstand erst mit dem Jumo 203 Motor die Möglichkeit, aus der 190 einen echten Höhenjäger zu machen. Dennoch kämpfte der Würger bald an allen Fronten. Auf die A4 folgte bald die A5, welche serienmäßig den verbesserten BMW 801 D2 nutzte. Weiter wuchs der Jäger immer stärker in die Rolle des Jagdbombers und Schlachtflieger, hatte man dafür zunächst Maschinen der A-Reihe mit Rüstsätzen versehen, entwickelte man mit der F schließlich einen speziellen Jagdbomber und Schlachtflieger. Die früheren Exemplare wurden später nachträglich umbenannt, Beispiel A4U3 gleich F1 oder A5U3 in F2, und mit der späteren G-Reihe folgte noch eine Ableitung hieraus mit dem Schwerpunkt auf einer erhöhten Reichweite. So, wer jetzt noch nach der langnasigen Dora und der TA-152 fragt, das würde den Rahmen sprengen, auf die gehen wir in einem separaten Video ein. So, müssen wir noch mal einen Schritt weiter gehen, und zwar müssen wir uns einmal mit dem Kommandogerät befassen oder das vergessene Ass im Ärmel, könnte man dazu sagen. Ja, neben den bereits geschilderten Eigenschaften der 190er, welche auf Kurt Tanks besondere Entwurfsphilosophie zurückgegangen ist und der wohl das beste Cockpit für Jäger im Zweiten Weltkrieg entwickelt hat, gab die Focke Wulf 190 ihrem Piloten einen heute kaum beachteten, aber enorm wichtigen Vorteil in die Hand, der gerade im Luftkampf über Leben und Tod entscheiden konnte. In all den Diskussionen über die Vor- und Nachteile der einzelnen Jagdflugzeuge des Zweiten Weltkriegs fallen Begriffe wie Höchstgeschwindigkeit, Steigrate, Kurvenradius oder auch Reichweite, vielleicht auch mal Bewaffnung oder gar Kraftstoffqualität. Der wohl wichtigste Begriff für einen Jagdflieger der Zeit wird aber recht selten erwähnt. Doch war er entscheidend, um das enorme Leistungspotenzial der damaligen Maschinen überhaupt nutzen zu können. Die Rede ist vom Motormanagement. Hinter diesem Begriff verbirgt sich die Tatsache, dass alle Jäger der Zeit nur dann ihre volle Leistung erbrachten, wenn Motordrehzahl, Ladedruck, Kraftstoffgemisch sowie Propellerdrehzahl und Winkel, dazu noch gegebenenfalls die Kühlerklappeneinstellung, zu jedem Zeitpunkt optimal aufeinander abgestimmt waren. Das erforderte nicht nur, je nach Flugzeug, das Bedienen von bis zu 6 verschiedenen Hebeln und Schaltern, welche abhängig vom Modell kreuz und quer im Cockpit verteilt waren. Diese Bedienhandlungen waren auch nach jeder größeren Änderung der Flughöhe und unter der Wirkung der im Luftkampf herrschenden Fliehkräfte, also die G-Kräfte, erforderlich. Jetzt sollte auch dem Laien klar sein, dass es alles andere als einfach war, diese Parameter nicht nur zu überwachen und ständig anzupassen, und währenddessen musste man ganz nebenbei noch einen Luftkampf führen. Oder, wenn es ein Jagdbomber war, nach gut getarnten Zielen am Boden Ausschau halten. Der Pilot einer Focke Wulf 190 mit BMW 801 Motor musste für all diese Einstellungen genau einen einzigen Hebel bedienen, den Leistungshebel. Doch wie war das möglich? Parallel zur Entwicklung des 14-Zylinder 801 unter Leitung von Martin Duckstein hatte Heinrich Laibach bei BMW einen ebenso komplexen wie genialen mechanischen Computer entwickelt.
weil es sich hier um eine mechanische Rechenmaschine handelte, die hydraulische und pneumatische Daten in mechanische Steuereingaben umwandelte. Das Kommandogerät überwachte und regelte alle wichtigen Parameter, zu nennen Ladedruck, Motordrehzahl, Kraftstoff-Luftgemisch und Propellerwinkel und dazu die Drehzahl. Eine Kühlerklappenverstellung entfiel, da die Focke Wulf 190 mit dem BMW 801 keine Kühlerklappen hatte. Selbstverständlich hatte eine solche Automatisierung den Nachteil, dass nicht in jeder nur erdenklichen Situation die absolut perfekte Abstimmung zwischen allen Komponenten erreicht wurde. Aber ganz nach Kurt Tanks Philosophie verzichtete man hier darauf, das letzte bisschen Leistung herauszukitzeln und das zugunsten einer nicht zu überschätzenden Entlastung des Piloten. Der konnte sich dann deutlich mehr auf das Kämpfen und Überleben konzentrieren. Dass ein solcher Ansatz richtig war, zeigt auch die Entwicklung moderner Kampfjets, bei denen der Pilot heute mehr Systemmanager als Flieger ist. Da in Anbetracht der riesigen Menge an Systemen und Daten das Fliegen selbst zur Nebensache wird. So, wir müssen auch nochmal an den BMW 801 ran, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Gut. Das Herzstück der Focke Wulf 91A, B und F sowie G bildete der BMW 801 Motor. Ein 14-Zylinder Doppelsternmotor mit rund 42 Litern Hubraum. Mit der Entwicklung von Doppelsternmotoren, bei denen man im Grunde zwei Sternmotoren hintereinander anordnete und über ein gemeinsames Kurbelgehäuse verband. Damit gelang es Ingenieuren wie hier dem Duckstein, die in den 20er und den frühen 30er Jahren aufgrund ihrer aerodynamisch ungünstigen großen Frontfläche hinter die wassergekühlten Reihenmotoren zurückgefallenen Sterntriebwerke wieder konkurrenzfähig zu machen. Die versetzte Anordnung des praktisch identischen zweiten Sterns hinter dem ersten ermöglichte durch die Verdoppelung des Hubraums bei einer unveränderten großen Frontfläche eine Verdopplung der Motorleistung. Da die versetzte Anordnung der Zylinder allein für eine ausreichende Kühlung nicht ausreichte, versah man den 801 mit einem zusätzlichen Lüfterrad. Kurz zum oft diskutierten Thema Kopien und Nachbauten, gerade in Bezug auf Flugzeugmotoren, wird immer wieder behauptet, die eine Nation hätte die Motoren der anderen kopiert und das am Beispiel der BMW 801 lässt sich der grundlegende Fehler dieser Diskussion gut darstellen. Der BMW 801 ist eine deutsche Entwicklung, die auf dem BMW 132 basiert, welcher wiederum auf den in Lizenz gebauten Pratt & Whitney Hornet R1690 zurückgeht. Auch hatte man bei BMW alle relevanten Maße von amerikanischen SAE in metrische geändert. Dasselbe gilt für den Schwezow Asch-82, wie er etwa in Lavotschkin-Jägern zum Einsatz kam. Dieser war weder eine Kopie des 801 noch des US-amerikanischen Wright R2600 Twin Cyclone. All dies zeigt schlicht, dass ähnliche Anforderungen häufig zur ähnlichen technischen Lösung führen. Der 801 wurde in mehr als 20 Varianten gefertigt und kam neben der 190 auch in verschiedenen Varianten der Junkers U-88 zum Einsatz. Seine größte Schwäche stellte der für geringe und mittlere Höhen ausgelegte Lader dar. Durch diesen Lader waren die Maschinen beim Kampf gegen die hochfliegenden alliierten Bomber und ihre Eskorte im Nachteil. Verschärft wurde dieser Nachteil noch durch die Notwendigkeit einer stetig schwereren Bewaffnung, um gegen die 4-Mod-Bomber überhaupt Wirkung erzielen zu können. So, jetzt kommen wir mal zur Werkschutzstaffel. Ein besonderes Kapitel, das die FW 190 mit ihrem Konstrukteur verbindet, ist die Geschichte der Werkschutzstaffel des Focke Wulf Stammwerkes in Bremen-Langenhagen. Solche Werkschutzstaffeln oder Industrieschutzstaffeln wurden bei vielen Flugzeug- und Motorenwerken aufgestellt. Die Einheit von Focke Wulf in Bremen wurde vom 04.04.1940 auf Initiative von Professor Tank aufgestellt und mit Maschinen der Vor- und Frühserie ausgerüstet. Als Piloten kamen neben den von der Luftwaffe als Ein- und Abnahmeflieger abgestellten Piloten die Test- und Werkspiloten zum Einsatz.
Ungewöhnlich war hier die Tatsache, dass Professor Kurt Tank als Chefskonstrukteur im Rang eines Hauptmanns den Schwarm nicht nur organisierte, sondern auch eine Zeit lang führte. Später wurde er dann von seinem Stellvertreter, Diplom-Ingenieur Emil Mehlhorn, abgelöst. Mehlhorn selbst sollte mit 7 Luftsiegen das erfolgreichste Mitglied des Schwarmes, aber auch sein einziger Gefallener werden. Denn am 8.10.43 konnte Mehlhorn 2 Viermods selbst abschießen, wurde danach aber selber abgeschossen und kam zu Tode. Insgesamt wurde dem Industrieschwarm Focke Wulf Langenhagen in den 2 Phasen seines Bestehens vom 4.4.1940 bis 24.08.1940 beziehungsweise vom 15.10.43 bis 31.03.1944 10 Luftsiege zuerkannt. Neben Tank, Mehlhorn und den Chefpiloten Hans Sander gehörten dem Schwarm folgende Männer an. Wie alle Werkschutzstaffeln bzw. Industrieschutzstaffeln wurde auch der Schwarm in Langenhagen bis Ende 1944 aufgelöst. So, gehen wir mal an die Varianten ran. Von der Focke Wulf 190 in all ihren Varianten entstanden bis Kriegsende inklusive der Versuchsmustern 19.999 Exemplare, davon 13.365 Jäger und Nachtjäger und 6.634 Jagdbomber und Schlachtflieger. Nicht enthalten sind die ca. 65 Exemplare der TA-152. Aufgrund der Vielzahl von Rüstsätzen und Umbauten entstanden von der 190er so viele Einsatz- und Erprobungsvarianten, dass wir hier nur einen kleinen Auszug vorstellen wollen. So, fangen wir an mit der FW190V1, die DOPZE, später auch mit dem neuen Triebwerk FOLY, war der erste Prototyp und flog zunächst noch mit dem 1500 PS BMW 139. Die Werknummer 01 war auch noch unbewaffnet. Ihr folgten noch viele weitere Versuchsmuster bis zur V75. Focke Wulf 190A1. Die Focke Wulf 190A1 stellte die erste Serienvariante dar. Als Triebwerk diente der BMW 801 C1. Die Bewaffnung bestand aus 4 MG17, 2 über dem Motor und 2 in den Flügelwurzeln und 2 MG FF im äußeren Flügel. Mit der A1 erhielt das Jagdgeschwader 26 als erster Luftwaffenverband die Focke Wulf 190. Hier seht ihr die technischen Daten. So, Focke Wulf 190 A3. Mit der A3 begann die Verbreitung der 190 innerhalb der Luftwaffe und auch begann mit ihr die Lizenzfertigung bei Arado, Argo und Fieseler. Neben dem Jagdgeschwader 26 bekamen Teile der Jagdgeschwader 1, 2 und 5 mit ihr die ersten Würger. Bewaffnet war die A3 mit 2 MG17 über dem Motor. In den Flügelwurzeln waren nur MG15120 installiert und die 2 MG FF in den Außenflächen waren jetzt optional, wurden aber zugunsten einer höheren Rollrate häufig weggelassen. Mit der A3 wurde auch erstmals regelmäßig Jabo-Einsatz geflogen. Hier die technischen Daten der A3. Focke Wulf 190 A5. Ende 42 begann die Fertigung der A5, welche wie die späteren A3 und A4 durch den BMW 801D2 angetrieben wurden. Um die ungünstige Schwerpunktverlagerung durch das neue Triebwerk zu vermeiden, war dieser 13,5 cm weiter vorne angebaut, was somit die Gesamtlänge auf fast 9 m brachte. Mit der A5 begann der Versuch, die 190 mit immer größerer Feuerkraft zu versehen, was zu diversen Versuchen und Rüstsätzen führte, bis hin zur Ausstattung mit 2 21 cm Wurfgranaten 42, welche man Bordrakete oder auch als BR-21 bezeichnete und von der Nebeltruppe des Heeres übernommen wurde. Damit sollten dann die in enger Formation fliegenden Bomberpulks aufgesprengt werden.
Auch erhielten die A5er als erste 190 GM1-Anlagen zur kurzzeitigen Leistungssteigerung. Hier die technischen Daten. Ja, Focke Wulf 91 A8. Mit der A8 hat sich die Rolle der 190 im Luftkampf endgültig gewandelt und somit vom agilen Jäger hin zum schwer bewaffneten und teilweise gepanzerten Schlachtross der Lüfte entwickelt. Diese Version sollte dann natürlich in Sturmeinsätzen die feindlichen Bomberströme über dem Reichsgebiet stoppen. Diese Idee mündete dann später in den Sturmjäger oder auch in die Sturmbock genannte Variante, die mit 30 mm Panzerung und schwerer Bewaffnung die Formation der schweren Bomber zerstreuen sollte, um diese aufgesprengte Formation dann später mit leichteren Maschinen effektiver bekämpfen zu können. Hier die technischen Daten zur Focke Wulf 190 A8. So, ich hoffe, ihr seid noch aufnahmefähig. Dann kommen wir nämlich jetzt zur Focke Wulf 190 F2. Sie entstand nicht als eigene Fertigungsvariante, sondern schlicht durch die Umbenennung der bei den Schlachtfliegerverbänden eingesetzten A5U3. Die F2 gehörte zu den wenigen 190ern, welche mit den außenliegenden Ansaugschächten für die Ladeluftzuführung versehen waren. Hauptnutzer innerhalb der Luftwaffe war das Schnellkampfgeschwader 10 im Mittelmeerraum. Hier die technischen Daten. So, Focke Wulf 190 F8. Die wichtigste Jagdbomber-Schlachtflieger-Variante der 190 war die F8 und diese entsprach weitgehend der A8 und 9 in Bezug auf Primärbewaffnung und Leistung. Sie verfügt dabei zusätzlich über die sogenannte große Bombenelektrik, welche den Einsatz einer Vielzahl von Luft-Bodenwaffen ermöglichte. Sie stellte die Hauptausstattung der Schnellkampf- und Schlachtflieger zum Ende des Krieges dar. Hier die technischen Daten. So, wenn ihr jetzt noch eine Minute habt, dann gehen wir auf nicht verwirklichte Projekte und Ideen ein. Das muss man mal erwähnen, um hier den Kreis zu schließen. Also wie bei vielen Flugzeugmodellen des Dritten Reiches gab es auch von der Focke Wulf die unterschiedlichsten Weiterentwicklungen und abgeleitete Projekte. Auch hier blieb es bei den theoretischen Studien und Entwurfskizzen, aber trotzdem beleuchten wir diese einmal. Also Focke Wulf 190 Strahljäger. Schon im Jahr 1942 arbeitete Kurt Tank an einer mit Strahltriebwerk versehenen 190er Variante, wobei das Triebwerk bei Focke Wulf entwickelt werden sollte. Da das nicht stattfand, kam das Projekt über die Planungsphase nicht hinaus. Ja, Focke Wulf 190 Mistel und Parasit. Neben der Bf 109 kam auch Focke Wulf 190 als Leitflugzeuge bei dem heute als Mistel bekannten Konzept zum Einsatz. Bei diesem durch das britische Short Mayo Konzept inspirierten Verfahren wurde eine auf dem Bomber Junkers U-88 basierende Gleitbombe mit 3,5 Tonnen schwerem Hohlladungsgefechtskopf, also 1800 Kilo Sprengstoff, über ein im Huckepack angesetztes Jagdflugzeug ins Zielgebiet gelenkt und kurz vor dem Ziel im leichten Sinkflug ausgeklinkt. Ein anderes Konzept stellte der sogenannte Parasitjäger dar. Hier sollten zwei durch die Firma Gotha entwickelten Gleitermodelle durch das Jagdflugzeug geschleppt mehrere Funktionen übernehmen. So war einmal die Nutzung als übergroßer Zusatztank für den Jäger vorgesehen, ebenso der Einsatz als ausklinkbare Gleitbombe gegen Boden- und vor allem Seeziele und letztendlich der heute namensgebende Einsatz als Parasitjäger. Bei diesem Konzept sollte das Jagdflugzeug den Gleiter in die Nähe eines feindlichen Bomberverbandes schleppen, um ihn dann so auszuklinken, dass dieser in den Verband einfliegt und dann dort zwischen den Bombern zu detonieren oder zumindest durch Kollision einzelne Bomber zu zerstören. Das Konzept wurde nach einigen Unfällen bei der Erprobung eingestellt. So, und jetzt mal der letzte, Focke Wulf 190 mit BMW 8011. Also ein weiteres Konzept wurde ebenfalls schon sehr früh im Laufe des Einsatzes der 190er Entwicklung ersonnen.
Im August 1941 entwarf Ludwig Mittelhuber ein Konzept für eine Höhenjäger-Variante der 190, die entweder den noch in der Entwicklung befindlichen BMW 802 mit Vierblattpropeller oder gar den nur als Studie existierenden BMW 8011 in Verbindung mit zwei gegenläufigen Propellern nutzen sollte. Die Idee scheiterte an denselben materialbedingten Schwierigkeiten wie die anderen Höhenjäger-Projekte mit Sternmotor. So, das war natürlich ein ganzer Haufen an Informationen. Wahrscheinlich müsst ihr euch das Video zwei- oder dreimal angucken, um alles mitzuschneiden, was wir hier zusammengetragen haben. Wieder mal eine super Leistung von dem Alex, der unsere technischen Videos ja textmäßig zusammenträgt und wieder hervorragend recherchiert, muss ich sagen. Also großes Lob an den Alex. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte der Focke-Wulf mitnehmen und einige Sachen wurden vielleicht ein bisschen klarer. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch ein bisschen abgeholt. Würde mich freuen über einen Daumen hoch oder einen positiven Kommentar. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, werdet gerne Abonnent. Auf dem Kanal gibt es immer wieder neue interessante Videos zur Technik und auch zur Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg. Bis dahin bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bleibt gesund und auf bald.